Hallo zusammen und ich heiße euch wie immer herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr wieder den Weg auf unseren Kanal und in dieses Video gefunden habt. Solltet ihr bereits was verpasst haben, dann schaut doch gerne mal auf unseren Kanal oder in unsere Playlists, das vorweg. Nun soll es zu einem neuen Video übergehen und zwar habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, was gibt's als nächstes und meine Wahl ist auf ein interessantes, großes Werk hier mitten in Leipzig gefallen. Ein Werk mit viel Geschichte und um was es hier sich handelt, was hier produziert wurde und was damit nach der Wende passierte, das erfahrt ihr von mir jetzt. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit zu den Philips Widerski Druckmaschinenwerken. Philips Widerski hatte ja eine kleine Werkstatt ursprünglich in der Reutnitzer Straße 1867 gekauft und begann dort mit der Produktion von Lederverarbeitungsmaschinen. Später erweiterte er seine Produktion auf verschiedene Buchdruckpressen, vor allem aber Buchdruckschnellpressen und Lithografiepressen waren bei ihm sehr in Mode gekommen in dieser Zeit. Später, 1871, siedelte er mit seinem Unternehmen in die Talstraße über. Dort kam dann 4 Jahre später auch die Produktion von Dampfmaschinen hinzu. Und 5 Jahre später baute er dann sogar komplett eigene Lokomobile. Ja, jetzt wird sich jeder denken, was ist denn ein Lokomobil? Und wenn er das dann sieht, dann wird er denken, ach ja, genau. Im Prinzip ist ein Lokomobil nichts anderes als eine Dampfmaschine, eine Dampflok auf Rädern, quasi der frühe Traktor um 1900. Da das Firmengelände am alten Standort nicht erweiterbar war, wurde 1888 in einem entstehenden neuen Industriegebiet hier in Plagwitz an der Tschochischen Straße eine neue Fabrik im neogotischen Stil errichtet. 1892 wurde die Fabrik um ein Gießereigebäude erweitert und im gleichen Jahr kam die Produktion von Petroleummotoren hinzu. Im Jahr 1894 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, jedoch war Widerski selbst hier der größte Aktionär, der Hauptaktionär. 1897 trat das Unternehmen unter dem Namen Leipziger Dampfmaschinen- und Motorenwerk, vormals Philips Widerski, auf. Am 4. Januar 1900 wurde das Unternehmen unter dem neuen Namen Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals Philips Widerski, eingetragen. Also man hat auch hier wie zu DDR-Zeiten dann immer mal den Namen geändert, wobei das hier noch was damit zu tun hatte, ob GmbH und Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft und so weiter und so fort. Am 16. Oktober 1916 übernahm die Industriewerke GmbH das Unternehmen. Ab jetzt konzentrierte man sich hier auf den Bau von Druckereipressen und am 19. März 1921 übernahm das 1908 gegründete Unternehmen Schröder, Spieß & Co. das Werk. Hergestellt wurden jetzt neben Druckmaschinen auch Falzmaschinen und Bogenanlegermaschinen. 1927 ist das Unternehmen unter dem Namen Georg Spieß Maschinenfabrik eingetragen. So wurde produziert bis zum Krieg und nach dem Krieg wurde das Ganze dann natürlich 1953 verstaatlicht. Wie alle Unternehmen kam dann hier die DDR und hat das Ganze dann in Staatsbesitz umgewandelt. Der Firmenname lautet ab dieser Zeit VEB Bogenanlegerwerk. Im Zuge der Zusammenlegung verschiedener VEB-Betriebe wurde das Werk dann ab dem 1. Januar 1960 als Betriebsteil 3 dem VEB Druckmaschinenwerk Leipzig zugeordnet. Nach wie vor wurden dann hier auch Druckmaschinen hergestellt und Leipzig war ja damals ein großer Produktionsort für Druckmaschinen. Nach der Wende wurde der Betrieb natürlich eingestellt und das Gelände kam unter die Verwaltung der Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft. Mitte der 90er Jahre wurde das Gelände dann an eine Verwaltungsgesellschaft verkauft, die allerdings daraus nicht besonders viel machten. Es kam natürlich Verfall, Leerstand, Vandalismus, Kabeldiebe und schlussendlich auch ein Teilabriss. Der Teil, der heute noch steht, ist natürlich denkmalgeschützt. Plagwitz befindet sich im Wandel. Ein Werk, was davon bereits profitieren konnte, sind die Globuswerke. Dort hatte man bereits vor 1,5 Jahren den Bau fertigstellen können. Teure, sehr teure Eigentumswohnungen sind dort entstanden. Aber das Werk bleibt so erhalten und so hoffen wir auch, dass das mit Philips Widerskis Maschinenfabrik hier funktionieren kann.
So, das soll es gewesen sein von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann schaut doch gerne mal auf unseren Kanal. Wie abonnieren funktioniert, das brauche ich euch nicht zu erklären. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir hören uns bis dahin und ciao.